tosenden Applaus und Standing Ovation für die Uraufführung von Leible und Frisch, bühnenreif. Natürlich mit Simon Licht als Manfred Frisch, Stefanie von Borke als Konstanze Schickenberg, Andreas Klaue als Theaterregisseur Gustav Grün, Sarah Hertling als Lina Frisch, die Tochter von Manfred Frisch. Großen Applaus erhielt David M. Schulze als Joachim Joe Leible. Natürlich mit dabei Monika Hirschle als Uschi Stammer. Und natürlich Marga Leible, gespielt von Ulrike Bartruff. Hinzu kommen für die Inszenierung Peter Kühnen und für die Ausstattung Dietmar Tessmann. Ebenfalls anwesend der Filmproduzent von Schwabendann Film Frieder Scheifele, der Autor des Stücks Sebastian Feld und die Stimme des Inspizienten, gesprochen von Dominik Kuhn. Jetzt aber erst noch ein paar Stimmen eingefangen bei der Premierenfeier. Eine gelungene Premiere haben wir heute erlebt. Leible und Frisch jetzt auf der Bühne und Leible und Frisch, die haben Nachwuchs bekommen. Also auf einmal gibt es noch einen Cousin und noch eine dritte Tochter. Ja, überraschend, ne? Also ja, ihr Lieben, ich bin jetzt völlig voller Adrenalin hier. Das ist ja so ein bisschen schwer, Frage und Antwort zu stellen. Erstmal hoffe ich, dass es allen gefallen hat. Riesending, Premiere. Das erste Mal Leible und Frisch auf der Bühne. Diese ganze Zuwachs und der Nachwuchs ist lustig. Ich muss ja zugeben, ich war mit Dreharbeiten beschäftigt bis Ende September. Ich wurde gefragt, ob ich das machen wollte und habe der quasi blind zugesagt und habe dann nach den Dreharbeiten, in dem Fall zu Dr. Klein, das Buch erst bekommen, weil Sebastian Feld noch nicht zu Ende geschrieben hatte und habe dann selber gelesen, so wird das sein, da habe ich noch einen Neffen, da haben die Leibes noch einen Neffen und so weiter. Aber ich fand es genial und ich glaube, das Publikum gutiert das vollends, es ist aufgegangen, ich bin selber echt super glücklich, dass das tatsächlich eine gelungene Premiere war. Und dass wir auch einen würdigen und angemessenen, für mich ist es ja, würde ich ja mit Hermann Hesse sagen, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Es ist eine Fortsetzung von dem, was wir im Fernsehen gemacht haben. Man sieht ganz, ganz klar, wir sind mit den Vorstellungen praktisch ausverkauft. Der SWR gibt es als Tipp ab. Genau. Und als Theaterstück, also fürs Fernsehen wird es auch noch aufgezeichnet. Ja, genau. Und wir haben noch die Fernsehaufzeichnung. Also ich würde sagen, kann eigentlich nichts Besseres sein. Mehr runder und klarer, dass man sagt, das ist einfach ein Stück und das ist eine Geschichte aus der Region, für die Region, die geil ist. Und ja, für mich ein Riesending, das wieder zu spielen. Und du hast dich ja seit 2009 jetzt sozusagen mehr oder weniger hier im Schwabenland sesshaft gemacht, oder? Kann man das sagen so? Ja, ich habe ja tatsächlich jetzt nochmal die... diese Hefte und Bücher, die wir zur ersten Leible- und Frischstaffel hatten, wieder gelesen. Ich meine, das ist ja fast so, ich war wirklich noch jünger da. Man guckt sich an und denkt, scheiße, das ist echt schon lange her, aber man ist... 5 Jahre. Ist doch erst 5 Jahre her. Ja, also ist die Zeit vergangen, aber... Riesending, ich bin mit Leible und Frisch und jetzt mit 2001 Film und Dr. Klein und jetzt mit Bühnenfassung Leible und Frisch. Ja. Nein, schmeckt da, ich bleibe hier, glaube ich. Keine Ahnung. Das ist doch schön. Ja. Und da haben wir ja, wie gesagt, immer noch was offen. Ja. Maultaschen wollen wir essen. Maultaschen essen haben wir noch. Richtig. Ihr Lieben, das machen wir. Das ist der Tipp von allen. Jetzt meint der Tipp von mir, kommt in die Komödie Marquardt. Leistet euch das Vergnügen, 90 Minuten, also quasi 3 Folgen Leible und Frisch hintereinander live auf der Bühne zu haben. Ein Muss. Es wird gesagt, es lohnt sich. Unbedingt. Also ich kann es nur bestätigen. Ich habe es gesehen. Alles klar. Danke. Ciao. Gut, danke. Einen schönen Abend dir noch. Mach's gut. Und wer natürlich Leible und Frisch im Fernsehen gesehen hat, klar, die beiden sind natürlich auch dabei. Die Uschi und natürlich... als, oder muss es andersrum sagen, Monika als Uschi, ja.
und Ulrike als Marga, genau so ist es. Ein ganz dickes Kompliment für die Premiere heute, wirklich toll gelungen. Wie war es für euch? Ja, aufregend, wie Premiere immer sind. Und man hat natürlich Angst, aber ja, wenn das Publikum so gut mitgeht, dann ist okay. Genau. Wunderbar. Und der Walter hat nicht ins Theater gefunden? Der hat offensichtlich, der ist Shanghai, London, ich weiß nicht. Also keine Ahnung, was der Triebe hat. Das ist schwer zu ergründen. Ne? Ja, der Sache muss man auf den Grund gehen. Das gibt es dann im nächsten Theaterstück, ja, oder? Da wird er dann es vielleicht finden, genau. Genau. Nee, also man muss sagen, wirklich toll. Wie war es jetzt für euch wieder auf der Bühne, auch zusammen, sowas nochmal zum Spielen? Ganz toll. Sehr schön. Ganz toll. Wir haben es sehr genossen. Es ist intensiver als beim Drehen, wo man ja sich mal trifft und dann eine Szene spielt und dann wieder geht. Hier hat man doch die Proben und das macht einen Riesenspaß. Also das ist toll. Aber es geht jetzt natürlich auch bis Weihnachten durch, oder? Bis nach Januar. Weihnachten. Januar, ja. 10. Januar, ja. 11. sogar. Also ein schöner Jahresausklang, kann man sagen, oder? Ja, hoffen wir es. Genau. Gut, na viel Spaß jetzt heute Abend noch beim Feiern und euch viele tolle Vorstellungen. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Heute mal aus dem Publikum zugeschaut bei der Premiere, da trifft man sie natürlich alle. Er war der Florian Leible in der Serie. Und wie war das Theater jetzt mal? Super. Es war was ganz anderes, es auf einer Bühne zu sehen und es von außen zu betrachten. Aber war schön. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, den Kollegen. Das können Sie brauchen, genau. Es sind ja viele Vorstellungen und wünsche Ihnen viel Erfolg auf jeden Fall. Was tut sich bei dir? Was sind deine aktuellen Projekte? Oh, wie ist es immer, wenn man Schauspieler fragt, was sie gerade machen? Also, ich habe ja ganz, ganz viel gerade in petto. Ich kann aber nicht drüber reden, weil das ist alles noch nicht so offiziell. Dem schließe ich mich jetzt mal an. Ja, okay, gut. Also, man kann man einfach mal ein bisschen beobachten und nachschauen. Wo? Auf www.matthias-dietrich.de. Alles klar, das machen wir doch. Und ansonsten dir einen schönen Abend heute noch. Danke, danke, ebenso. Ciao. Danke. Er hat den Großvater immer gespielt in der Serie, Leible und Frisch. Heute auf der Bühne, wie war's? Ja, jetzt muss mir der Junge was. Die müssen da mal zum Zug kommen. Und ich meine, ich hätte auch gern mitgemacht, aber der Geist wäre willig, aber das Fleisch ist nicht mehr so stark. Sie haben, ich glaube, dieses Jahr war der runde Geburtstag, gell? Ja, unheimlich. Aber erst kürzlich haben wir sie nochmal im Radio gehört mit dem schönen Hörspiel. Ich war Herr Eisele. Ja, 90 Jahre, ne, das ist schon was, aber wenn man bedenkt, wie lange ich dazu gebraucht habe. Wer weiß, ob man mal so alt wartet, unser Eins. Aber Ihnen alles Gute und weiterhin alles Gute für die Zukunft. Wenn man länger leben will, muss man älter werden. Das ist eine gute Weisheit, genau. Also bei einer Theaterpremiere, das ist immer schön. Man trifft wieder viele alte Bekannte. Natürlich auch viele von der Serie Leible und Frisch. Es ist ein richtiges Familientreffen und dem Produzenten, wie gesagt, der Frieder. Erstmal herzliches Dankeschön für die Einladung und wirklich ein Kompliment für die tolle Umsetzung. Ich danke dir, lieber Frank. Du hast uns ja jahrelang schon begleitet mit Promi-Geflüster. Und freut uns sehr, dass du heute Abend wieder mit dabei bist und dass die Zuschauer über den Weg ein bisschen mehr und auch an der Premiere teilhaben können. Denn ohne unsere Zuschauer, die so fleißig eingeschaltet hätten, wären wir heute nicht hier. Ja, doch, das kann man wirklich dick unterstreichen. Und ich hoffe, dass es auch noch viele Fortsetzungen geben wird. Schwäbisch, man braucht es einfach, gehört einfach dazu, oder? Definitiv, Schwäbisch ist unsere Kultur. Das gehört dazu, wie die Bayern das Bayerische haben, so haben wir das Schwäbische und man darf ruhig nachstanden und stolz sein auf das, was mir so leistet. Genau. Und wenn man jetzt wirklich, wie gesagt, sieht, wer heute alles gekommen ist, also es ist doch ein kleines Familientreffen irgendwie. Also es zeigt halt, dass das keine Show ist, sondern dass es wirklich eine Familie geworden ist. Du hast ja am Set miterlebt in Bad Urach, die Leute haben es mit Herzen gespielt, die sind mit Herzen bei der Sache und das hört halt nach dem Drehschluss nicht auf. Und das war mir immer wichtig, das Familiäre, darum geht's. Auf alle Fälle, und das kann man wirklich dick unterstreichen, als jeder, der jetzt Spaß bekommen hat, wir haben jetzt bloß das Finale gesehen auf der Bühne sozusagen, also ruhig herkommen in die Komödie im Marquardt in Stuttgart. Also wer Näheres wissen möchte, kann einfach nachschauen, steht es aber auch auf der Homepage. Genau, unter www.leibleundfrisch.de oder schauspielbühne.de. Genau, also von daher, Informationen gibt es und Karten natürlich auch noch, denke ich doch, die eine oder andere noch. Oder seid ihr schon ausverkauft? Also man sollte schnell sein, dann kriegt man noch Karte. Alles klar. Okay, bis dahin. Danke dir.
und viel Spaß heute noch. Ja? Danke. Ja.